Alle Fahrzeuge, die am Ventilspiel teilnehmen, sind in Gruppen unterteilt. Die Gruppe 1, powered by Wöber Management Consulting, beinhaltet nur Formelfahrzeuge. Das Schöne ist, hier geht es nicht um Geldmaximierung, hier geht es um Spaß. Hier ist man zwischen Strohballen unterwegs, statt zwischen irgendwelchen Einweisern, die nicht wissen, wo oben und unten ist. Also ich glaube, das hier kommt den guten alten Zeiten sehr, sehr nahe. Die Autos sind, wenn man sie original behält, und das ist unser Ziel, dann sind sie auch genauso unsicher wie damals, genauso gefährlich und genauso filigran, aber genauso unglaublich geil zu fahren. Man hat wirklich, man hat den Bodenkontakt, man spürt jedes Steinchen und das macht schon Spaß. Also ich habe einen Cayman Super V, das ist aus dem Stall des Kurt Bergmann, Baujahr 75. Noch dazu eines von den drei Testautos, die also jedes Jahr damals gefertigt wurden. Dieses Testauto war also damals für Keke Rosberg und für den Prinz Poldi von Bayern. Der Rosberg hat 75 alles gewonnen. Und das Auto hat, das ist eine Besonderheit, also unter anderem auch diese Nase, wo man sagt, dass der Lauda, der damals schon bei Ferrari war, beim Bergmann noch vorbeigeschaut hat, sie die Nasen abgeschaut hat und 76 hatte dann der Ferrari die gleiche Nasen. Wenn es nicht stimmt, ist gut ausgedacht. Traumhafte Autos, wir haben es gehört, da bebt die ganze Boxenmauer. Wenn man da drinnen sitzt, wie kann man das beschreiben, das Gefühl? Ja, extrem. Ne? Es ist natürlich Arbeit pur. Vom Einsteigen bis zum Aussteigen ist das extreme Arbeit mit diesen Fliehkräften und überhaupt keine Vorhilfen. Ne? Das ist extrem. Nur dazu der 92er, also V10 mit 770 PS. Es ist extrem schwierig, den zu beherrschen in die Kurven. Ich bin weder Go-Kart gefahren noch sonst irgendwas. Ich habe mir vor mit Dreikauf, bin einfach rennen gefahren. Ohne irgendeine Vorbereitung. Ich bin bei jedem Rennen draußen gelegen. Und dann habe ich mir natürlich auch die Leute geschnappt, die was schon länger fahren, und die haben alles Gleiche gesagt. Fahren, fahren, fahren. Kilometer machen. Und das stimmt. Mit dem Auto bin ich ungefähr schon 1000 Runden gefahren.